Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum ersten Part der Karriere in FIFA 19. Ja, heute geht es los und zwar habt ihr euch in der Abstimmung für den FC Sevilla entschieden und unter dem letzten Ultimate Team Video habe ich ja diese Abstimmung gemacht und da wurde schon geschrieben, Max, hey, warum eigentlich nur so große Vereine? Das ist doch irgendwie witzlos, das macht doch gar keinen Spaß, das ist doch irgendwie ein bisschen, ja, sinnlos, da überhaupt eine Karriere zu machen. Aber Freunde, als ob ich eine ganz normale Karriere mache, wenn ich so große Teams frage. Nee, wir haben was ganz, ganz anderes vor. Etwas, was es so zumindest in meinen Augen noch nicht gab auf YouTube. Ich weiß nicht, ob das irgendwer gemacht hat. Ich habe es nicht gesehen. Und etwas, was ich auf jeden Fall noch nicht gemacht habe. Und zwar spielen wir, wie ihr bereits im Titel sehen könnt, im Thumbnail gesehen habt, in der Ultra League. Und die sieht folgendermaßen aus. Eine Liga bestehend aus den besten Teams der Welt. Wir fangen an auf Platz 1 Atletico Madrid. Nee, auf Platz 1 FC Arsenal. Entschuldigung, natürlich alphabetische Reihenfolge. Arsenal, Atletico, Bayern, Dortmund, Chelsea, Barca, Schalke, Inter, Juve, Liverpool, City United, Milan, Napoli, dann Olympique Lyon und Olympique Marseille, PSG, Real Madrid, wir, der FC Sevilla und Tottenham. Also eine absolut bombastische Liga und in der werden wir versuchen, Meister zu werden. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen traurig, dass ich ausgerechnet das schlechteste, in Anführungsstrichen, schlechteste Team von diesen rausgesucht habe. Natürlich sind auch OL und OM nicht so stark, aber Sevilla ist schon eine Nummer. Habe ich auch nur mit reingenommen, weil es ein paar Spieler gibt, die ich extrem nice finde und mit denen ich gerne spielen möchte. Es kann übrigens sehr gut sein, dass wir noch eine zweite Saison spielen. Für den Fall wäre es natürlich schlecht, wenn irgendwelche Teams auf- und absteigen. Und da habe ich natürlich vorgesorgt, Freunde. Gar keine Sorge, denn auch die zweite englische Liga besteht ausschließlich aus Top-Teams des europäischen Fußballs. Monaco, Amsterdam, Bilbao, Leverkusen, Beşiktaş, Gladbach, Burnley, Everton, Porto, Fenerbahce, Florenz, Galatasaray, Lazio, Nizza, Leipzig, Sevilla, Rom, Benfica, Donetsk, Sporting, Hoffenheim, Valencia, Villarreal und West Ham. Also absolut bombastische zwei Ligen, die besten Mannschaften Europas auf oder beziehungsweise in einem Wettbewerb und in zwei Wettbewerben aufgeteilt. Richtig, richtig gut und unser Ziel ist natürlich, dass wir hier irgendwie die Meisterschaft holen. Wie wird das Ganze ablaufen in diesem Karrieremodus, in diesen Videos? Ganz einfach, ich werde alle Spiele, zumindest plane ich das, alle Spiele spielen, wirklich auch wirklich spielen und im Endeffekt darüber versuchen, auf Ultimativ übrigens, also nicht irgendwie hier Larifari, sondern richtig heftig, ich habe Ultimativ auch noch nicht gespielt, und darüber irgendwie versuchen, mein Bestes zu geben und die Meisterschaft zu holen. Ob das funktionieren wird, wir werden sehen. Ich habe mir schon meine Gedanken gemacht, wen ich verpflichten möchte. Da wird jetzt nicht irgendwie groß drum geredet, weil ich nicht weiß, wann ich aufnehmen kann, weil ich nicht weiß, wie sehr ich euch mit einbeziehen kann und so weiter und so fort. Ich versuche es natürlich, aber ich habe mir trotzdem meine Gedanken gemacht und mir dementsprechend schon überlegt, in was für einer Formation wir spielen werden und wie das allgemein so aussehen soll, auch mit Transfers. Ich habe mir auserkoren, ja, so eine, ich habe eine Liste gemacht im Endeffekt. Ich werde das nach der Episode mal sortieren, aber für den Anfang wird unsere Startaufstellung mehr oder weniger so aussehen, wie ich sie hier gerade zusammenbastle. Wenn es euch übrigens gefällt, die Idee, das Konzept und so weiter und so fort, dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Ich würde mich darüber freuen. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Euer Feedback ist mir natürlich wichtig und dementsprechend werde ich darauf bauen, was ihr halt eben zu sagen habt. Wir haben grundsätzlich eine relativ solide Truppe, allerdings keine, bei der man wirklich sagen kann, hey, das ist ja Weltklasse-Niveau, und von daher bin ich noch so ein bisschen auf einigen Positionen skeptisch, wie ich vorgehen soll. Grundsätzlich soll die Mannschaft so aussehen. Watzlik im Tor, allerdings nur bis zum Winter, dann kommt Sergio Rico von der Leihe zurück. Ich muss aber überlegen, ob das überhaupt so funktioniert mit Watzlik, weil grundsätzlich ist das zu schlecht, aber mit Sevilla haben wir leider Gottes auch nicht so viel Budget. Wie gesagt, ich habe mir so mittlerweile das kleinste Team rausgesucht. Gomez und Gagnon oder Gagnon, keine Ahnung, wie heißt er mit Vornamen, so nennt man dann früher oder später, ich weiß nicht genau, wie er heißt, finde ich raus. Der auf jeden Fall in der Innenverteidigung, rechts Aleix Vidal, der soll noch ersetzt werden. Links haben wir dann Aranha, eine relativ gute Variante, vor allem, weil er auch linker Mittelfeldspieler spielen kann. Theoretisch gut für die Strategien, ja, wenn wir irgendwie defensiv spielen oder offensiv in der Dreierkette, je nachdem, ich weiß noch nicht, wie ich das mache, aber ich werde das noch einstellen, auch offscreen, ich werde es euch in der nächsten Episode zeigen, weil ich mir ein bisschen Gedanken drum machen möchte. Mesa dann auf A6, der wird auf jeden Fall ersetzt, genauso wie Aleix Vidal, das sind die beiden Positionen, wo ich Spieler kaufen möchte, die habe ich auch schon im Kopf. Rechts haben wir dann Sarabia, links haben wir Quincy Proms, davor haben wir Banega, Ben Yedda, den ich auch aus dem Karrieremodus von Newcastle United damals kenne und aus Ultimate Team, also deswegen alleine finde ich schon ziemlich nice, diese Karriere mit Sevilla zu spielen, und André Silva, der ist geliehen. Das ist ein bisschen schlecht, allerdings hat der mehr Potenzial als Muriel, deswegen wird der auch erstmal spielen, mal sehen, wie er sich macht, ansonsten kann man Muriel reinwerfen oder vielleicht im Sturm noch was tun. Die andere Position, auf der ich theoretisch was tun würde, wäre die rechte Seite, weil Sarabia ist zwar gut, aber nichtsdestotrotz nicht hundertprozentig schnell. Ich weiß, Pace ist dieses Jahr nicht so wichtig, aber das wäre trotzdem so eine Position, wo ich es mir vorstellen könnte.
Ich habe, wie gesagt, mir den Kader schon mal angeguckt, weiß schon, wen ich verkaufen werde, weiß schon, wie ich das genau machen möchte. Allerdings werde ich euch jetzt nichts davon erzählen. Das werde ich nämlich offscreen alles mal einstellen, damit wir jetzt nicht so viel Zeit verschwenden, weil wir haben jetzt schon 5 Minuten in diesem Video um. Grundsätzlich ist das so meine grobe Idee und ich glaube, das könnte sehr, sehr gut funktionieren. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wen habe ich mir denn ausgedacht, wen möchte ich verpflichten, um uns irgendwie ein bisschen stärker zu machen auf mehreren Positionen. Ich habe übrigens, das ist der eine Faktor, den ich eingeschaltet habe, ich habe die 30% Transfererhöhung genommen. Das liegt ganz einfach daran, dass ich denke, dass wir sonst nicht konkurrenzfähig sind, zumindest nicht, wenn wir was reißen wollen. Und ich habe nicht gemacht, dass wir einen extra Scout haben, weil scouten möchte ich eigentlich gar nicht und zwar wirklich in gar keiner Hinsicht, auch Jugendspieler nicht, weil so lange wird diese Karriere wahrscheinlich nicht gehen und das lohnt sich einfach überhaupt nicht und dementsprechend lassen wir das komplett sein. Transferphase ist aktiviert, europäischer Wettbewerb ist ausgeschaltet und ich habe auch keine Teilnahme am Vorbereitungsturnier gemacht, dementsprechend das erste Spiel, was wir machen werden, wird gegen Inter Mailand gehen und dementsprechend direkt das erste in der Saison sein. Wir gucken uns mal unseren Kader nochmal, unseren Kader brauchen wir uns nicht angucken, wir wissen ja, oder ich habe ja schon gesagt, ich werde es im Nachhinein machen. Wir gucken uns mal an, wen ich verpflichten möchte und das sind relativ bekannte Namen, relativ teure Namen, leider Gottes auch. Der erste wäre Jeffrey Kondogbia. Die Frage ist, ob ich den bekomme. Das wäre auf jeden Fall genau das, was wir in meinen Augen auf der 6 brauchen. Er wäre der alleinige Sechser. Einzige Problematik ist seine Arbeitsrate, aber die kann man ja einstellen. 25 Jahre alt, hat Entwicklungspotenzial, 1,88 groß, also alles, wie gesagt, was man braucht. Linksfuß und ist in Ultimate Team eine richtige Maschine. Dazu Forster Skills. Ziemlich nice, finde ich zumindest. Dazu habe ich noch einige Optionen, die ich zumindest mal für den Notfall scouten werde. Und zwar sind das zum einen Doucouré. Bei dem bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher, ob das eine gute Variante wäre, weil der mir eigentlich fast schon ein bisschen zu klein ist. Allerdings wäre der trotzdem ganz gut, einfach weil er sogar noch mehr Potenzial hat als Kondogbia, wie auch immer das funktioniert, wenn man bedenkt, dass man von Kondogbia bei Monaco schon gehört hat und von Doucouré eigentlich erst seit er bei Watford ist. Zumindest ich so wirklich. Ich weiß gar nicht, wo der vorher herkam, aus Frankreich oder bei Toulouse. Bin mir gar nicht sicher. Wir haben dann die dritte Variante und das wäre Thomas A. Partey. Den finde ich ziemlich, ziemlich cool. Problematik ist bei dem, auch der ist eigentlich, also normalerweise so 1,90 sollte der Spieler schon sein. Ich weiß, Kondogbia ist auch nicht 1,90. Aber bei dem ist es so die Mitte, ja. Es schwankt so und Problematik ist, er spielt in der gleichen Liga schon mal. Gut, das tut Kondogbia nicht. Der spielt in der zweiten Liga so gesehen. Und das tut auch der Doucouré nicht. Der ist überhaupt nicht. Der ist irgendwo in Europa verteilt. Thomas Partey wäre halt bei Atletico, wäre wahrscheinlich relativ teuer, hat aber das meiste Potenzial von denen. Also ist relativ interessant, finde ich zumindest. Ich habe auch schon einen Plan, wenn es Richtung Winter geht, Richtung Winterpause. Ich möchte nämlich momentan noch mit Banega spielen, weil ich den auch letztes Jahr sehr gut fand und allgemein sehr gut finde. Problematik ist, der ist 30 Jahre alt. Dazu haben wir noch Vázquez auf der Bank. Das sind aber relativ gleiche Spielertypen. Ja, Vázquez kann auch auf den Außenbahnen aushelfen. Da werde ich dann wahrscheinlich im Winter Nolito verkaufen. Allerdings werde ich dann Vázquez für die Außen halt eben benutzen und Banega als Ersatzspieler benutzen. Denn ich möchte wahrscheinlich, wenn es zumindest im 4-1-2-1-2 nicht perfekt läuft, im Winter auf 4-4-2 umstellen, weil das die Formation ist, mit der ich mich momentan am besten wohlfühle und bei der ich glaube, dass auch mit dem Spielermaterial vieles möglich ist. Dann ist der Plan, dass ich Kondogbia auf die eine Position im zentralen Mittelfeld stelle und auf die andere Position, je nachdem auch, wie es mit den Transferausgaben und mit dem Transferbudget, was ich dann noch habe, klappt, möchte ich einen Spieler stellen, den ich persönlich extrem feiere, der sich zwar nicht entwickeln kann, aber der das Niveau hat, um uns weiterzuhelfen, und zwar Miralem Pjanic. Einer meiner Lieblingsspieler in Realität. Ihr seht, 44 Millionen Marktwert, das ist wahrscheinlich sogar mehr, als wir überhaupt verfügbar haben, aber nichtsdestotrotz ein absolut genialer Spieler und der zusammen mit Kondogbia im zentralen Mittelfeld, der eine als Deep Playing Playmaker und der andere als wirklicher Abräumer, der aber vorne auch gefährlich sein kann, das wäre schon richtig, richtig geil. Wir haben 44 Millionen Transferbudget, also momentan können wir uns Pjanic nicht leisten, aber wir werden sehen, was passieren wird. Rechtsverteidiger, das ist wie gesagt die zweite Position, auf der ich noch den Bedarf sehe, allein weil Aleix Vidal halt nicht so optimal ist. Ich finde den okay, aber er ist halt relativ alt schon mit seinen 28, hat Forster Skills, ganz klar, ist relativ schnell unterwegs, aber das reicht in meinen Augen nicht. Die Alternativen, die wir haben, sind Jesus Navas, der ist auch schon 32, glaube ich, genau, der kann das auch spielen, aber ist nicht optimal. Kier, Carrico, die sind zu langsam, Mercado kann das auch spielen, der ist auch schon 31 Jahre alt. Ja, und dann haben wir es halt schon, da ist nicht mehr viel da. Und
Und dementsprechend habe ich mich schon entschieden, wen ich mir holen möchte. Und zwar einen, der nicht in der internationalen Top-Liga spielt, beziehungsweise zumindest in FIFA nicht, und der dementsprechend auch nicht Konkurrenz hier sein wird. Und zwar ist das der eigentlich Brasilianer, aber mittlerweile Russe, Mario Fernandes. Auch ein Spiel, den ich in Realität schon Ewigkeiten unglaublich geil finde, in FIFA auch schon immer extrem geil fand. Und ich glaube, dass der relativ günstig zu haben sein sollte. Zudem genau das, was ich mir unter dem Außenverteidiger vorstelle. Technik hat er, ist Brasilianer. Relativ schnell ist er auch. Dazu ist er mit 1,87 extrem groß und hat den Körper und die defensiven Fähigkeiten. Also ist quasi ein Allrounder auf der Rechtsverteidigerposition. Vergleichbar mit Kimmich. Nicht auf dem Niveau, aber dafür deutlich größer und physisch aktiver als der deutsche Nationalspieler. Finde ich eine ziemlich interessante Variante. Die Frage ist halt nur, ob wir den bekommen und wie viel wir den bekommen, weil wir haben halt nur begrenzte Mittel. Wir gucken uns jetzt mal an, was hier die Ziele sind. 70 Millionen als Trikot. Dann haben wir einmal den Scout, der sich vorstellt. Erst das Scout-Bericht ist da, das haben wir schon gelöscht. Und dann die Erwartungen. So. Nachwuchsentwicklung, zwei Jugendspieler, mal sehen, ob wir das machen werden. Dann haben wir Markenpräsenz, das hatten wir ja gerade schon. Finanzen, beenden die Saison mit einem Restbudget von 20 Millionen, das wird auf gar keinen Fall funktionieren. Und dann haben wir noch Abstieg vermeiden. Also unser Ziel ist nicht mal irgendwie Mittelfeld oder sonst was, sondern Abstieg vermeiden. Und eigentlich ist mein Ziel, Meister zu werden. Ich glaube, wir werden ziemlich zerrissen werden. Ich bin gespannt, wie das laufen wird. Über 4 Premier League Saisons UEFA Champions League Platz. Mal sehen, ob wir so viel machen werden. Vielleicht wird es früher oder später darauf hinauslaufen, dass ich einige Spiele simulieren werde, jedes zweite oder sowas. Müssen wir mal schauen, ich weiß noch nicht hundertprozentig. Übrigens habe ich auch alle Stadien angepasst. Ja, das heißt, jeder Verein, der in unserer Liga spielt, hat auch ein Stadion, das eben so heißt wie das echte Stadion. Beispielsweise Barcelona hat ja mittlerweile nicht mehr das Camp Nou hier in FIFA, weil es nicht mehr lizenziert ist. Allerdings habe ich trotzdem Stadion halt eben Camp Nou benannt. Ich glaube, die sind tatsächlich fast das einzige Team, was kein Stadion hatte. Die anderen haben alle eins. Kann sein, dass ich mich täusche, aber ich habe auf jeden Fall bei den Top-Teams so ein bisschen an den Stadien rumgewerkelt. Das heißt, das ist keine Problematik. Ja, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser ganzen Idee haltet, von dieser ganzen Umsetzung. Die Episoden werden normalerweise so 20 Minuten lang, denke ich mal, ungeschnitten. Auch noch ganz wichtig, ich werde die Spiele immer ungeschnitten machen, Badeschlappen-Style. Das heißt, in den Spielen, in den Episoden wird nicht viel mehr passieren als im Spiel, abgesehen von der Transferphase jetzt natürlich. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr eine Facecam haben wollt. Ich habe es jetzt erstmal ohne Facecam gemacht, erstens, weil es hier dunkel ist und zweitens, weil ich nicht so wirklich Lust hatte. Einfach, weil Freitagabend ist und, naja, ich keine Lust hatte, jetzt irgendwie großartig die Webcam noch dahin zu stellen. Ist auch nicht ganz so einfach vom Setup her hier. Dementsprechend habe ich es nicht gemacht. Aber wie gesagt, das könnte man ja theoretisch ändern. Schreibt mir, wenn ihr den Wunsch habt, auf jeden Fall in die Kommentare. Ich kann euch übrigens schon mal sagen, ein Spieler werden wir definitiv ausleihen und das ist der Kollege. Vielleicht behalten wir ihn auch als Ersatz, aber Berocal, der hat nämlich eine Menge Potenzial. Sergi Gomez hat auch eine Menge Potenzial. Warum, weiß ich nicht. Und Janion, wie heißt du mit Vornamen? Oder Janion? Joris, okay, er heißt auch jetzt auch nicht der schönste Name, aber dann ist er jetzt halt Joris. Seine eigene Schuld, warum heißt er auch so mit Nachnamen? Aranha trainieren wir direkt mal, bei dem ist es relativ wichtig, dass wir die Defensive pushen, ist ein Brasilianer, das ist wie Marcelo, der kann defensiv eigentlich nicht. Und im Tor, ja, gut, da gehen uns nämlich schon die Optionen aus, wie wir trainieren können oder wen wir trainieren können. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal spontan auf Quincy Promps, einfach weil wir da noch ein bisschen Potenzial nach oben haben. Und zwar, ja, der Schuss ist eigentlich relativ gut, 86 Abschluss beim Passspiel wahrscheinlich. Ja, so die Flanken vielleicht, langer Pass ist auch nicht so gut, Flanken und langer Pass. So, das passt und damit simulieren wir diese Übung. Nicht so gute Trainingsergebnisse, aber für die erste Episode zum Abschluss, denke ich mal, kann man das so machen. Das war's vom ersten Part der Ultra League. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, euch gefällt die Idee. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ihr könnt mir gerne Transfervorschläge in die Kommentare schreiben, ob ich die benutzen werde. Weiß ich noch nicht. Ich habe nämlich eine lange Liste an Rechtsverteidigern, ich habe eine lange Liste an Sechsern, ich habe eine lange Liste an Ideen grundsätzlich. Vor allem sind das oft Lieblingsspieler von mir, die ich holen möchte, die auch gut reinpassen. Also macht euch nicht zu viele Hoffnungen, aber machen könnt das trotzdem. Wenn ihr bis zum Ende geschaut habt, dann schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass wir tatsächlich besser abschneiden können als der 11. Tabellenplatz. Also ob wir in die Top 10 kommen, da bin ich mal gespannt. Schreibt da mal eine Platzierung rein. Einfach nur die Zahl. Also ihr könnt auch mehr schreiben in den Kommentar, aber dann schreibt einfach nur die Zahl nach dem Absatz irgendwie hin. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich bin gespannt, wann die nächste Episode kommt. Mal sehen, ob ich das nächste Mal Zeit habe aufzunehmen und vor allem Lust. Lust ist kein... Ich habe natürlich immer Lust. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt dabei auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.